Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschler und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute den zweiten Teil vom Krieg der Dornen hier auf Allianzseite angucken. Und dazu bin ich schon einmal hier zu Malfurion geflogen, in dieser kleinen Stadt hier. Und auf Anraten der Leute im Stream habe ich auch den Kriegsmodus ausgemacht, weil man anscheinend da irgendwo ein Problem haben soll am Ende, dass anscheinend da Farmgruppen gibt, die einen bei der Quest umhauen und das will ich eher vermeiden. So, wir machen die Dialoge ein wenig hoch, dass wir irgendwas hören. Und schauen, was wir machen müssen. Okay, Einwohner holen und Streitkräfte der Horde ausschalten. Oh, da kommt noch ein Questgeber. Er gibt ihr, was sie will. Das könnte auch anders. Das könnte man auch anders auslegen. Okay, jetzt killen wir erstmal hier so ein paar Horden. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt Gear angezogen? Ja, habe ich. Ich habe letztens mein Gear nämlich ausgezogen, weil ich hier dieses PvP-Farm-Zeug gemacht habe. Und da müssen wir mal gucken, dass wir möglichst viele. Warte mal, ich muss auch die Balken wieder einblenden. Ich benutze immer übrigens, also jetzt benutze ich gerade wieder Standard-Interface, weil ich einfach das Problem habe, dass im Moment Tidy Blades rumspackt und ich möchte ungern die Addons switchen, weil ich eigentlich mit Tidy Blades sehr, sehr zufrieden bin. Und ich warte jetzt noch quasi ab, bis das Addon startet. Und wenn bis dahin Tidy Blades nicht funktioniert, werde ich mich in einer alten Alternative umgucken. Ne? Aber bis daher, also so ein Event kann ich jetzt auch ohne Tidy Blades machen. Ohne die guten Blades. Das machen wir nach dem Event hier. Wie gesagt, dann fahren wir wieder ein bisschen Ehre. Aber als allererstes will ich jetzt einmal das Event hier durchbasteln. Das solltet ihr vielleicht auch machen, weil wir sonst vielleicht ein bisschen Probleme mit dem Phasing kriegen werden. Das müssen wir dann mal gucken, wie das dann skaliert mit dem Phasing, wenn man quasi Leute hat aus dem ersten Teil von der Geschichte und Leute aus dem quasi den zweiten Teil schon abgeschlossen haben. Das weiß ich noch nicht, das werden wir dann gleich sehen. Mir wurde gesagt, das Ganze dauert so zwischen 10 und 15 Minuten in etwa. Wenn wir mal gucken. Also, wir haben ja jetzt schon relativ viel von dem Gebiet hier gequestet. Im ersten Teil, wo man quasi hier angreifen musste als Hordler und das Ali quasi ein wenig verteidigt hat. Hier sind aber ganz schön wenig Flüchtlinge, oder? Bin ich jetzt zu blöd, dass ich keinen hier. Ach, da warte mal, da haben wir noch einen. Ne, der wurde schon quasi befreit. Der hier auch. Ah, im Zelt versteckt er sich. Im Zelt versteckt er sich. So, zwei brauchen wir noch. Da haben wir hinter der Säule. Ah, das ist ein Worgen, schau mal an. Die sind hier sogar auch. Und vielleicht ist oben im Turm einer? Ne, ne, dann halt nicht. Oder hier kriegen wir doch bestimmt nur einen. Ah, ja, da haben wir noch nur einen. Sogar einen Menschen haben wir ja auch noch, okay. Gut, okay. Die haben wir alle eingeheimst. Und was war die letzte Quest? Ach so, wir müssen da noch irgendwas. Wir müssen zwei Bosse anscheinend von der Horde noch töten. Die holen wir uns dann auch gleich noch. Uiuiui. Fast 20 Gold gibt's hier. Da geht was. Okay, dann einmal noch die Bosse umgenatzt. Sind die jetzt. Ach, schon mal den brauche ich. Wo ist der andere? Ah, der ist gerade tot, oder? Kann das sein? Also den habe ich jetzt schon mal angetappt. Okay, hier sollte anscheinend noch einer sein. Der ist aber anscheinend gerade nicht verfügbar für mich. Was für eine. Ach, das sind Stadtwachen. So, ja, komm, wir greifen mal hier den Verwüster der Horde an, solange der Boss nicht da ist. Das ist halt immer auch immer so ein bisschen der Nachteil, ne? Wenn das Event alle machen, da hätten sie natürlich den Respawn von dem Boss ein bisschen erhöhen sollen. Ach, da ist er schon. Man muss manchmal nur ein bisschen motzen, dann tut sich's. Es gibt kein Problem mit dem Phasing, okay. Mir wurde nämlich vorhin gesagt, dass es Probleme mit dem Phasing geben könnte. Deswegen habe ich mir jetzt so entschieden, erst das hier zu machen und danach quasi die Ehre Farm Dings. Ist aber egal. Ich wollte es heute sowieso machen und dann kommen wir da schon mal ein bisschen näher in die Richtung von den Sachen, was ich abschließen wollte, bevor das Addon quasi hittet, ne? Ist klar, das Pre-Event willst du machen und es gibt ja auch ganz nette Belohnungen, die wir uns gleich sehen werden. Ich hab, warte mal. Achso, warte mal, ich mach mal Autowalk darüber. Ich wollte jetzt gerade das Mount zeigen, ich bin in Combat. Ja, Hannes, ich hab's mir eben geholt, das Mount. Warum hättest du ein Angebot gehabt für mich? Jetzt sag nicht, dass du ein günstigeres Angebot gehabt hättest. Ja, ich bin heute erst um 7 nach Hause gekommen, wisst ihr? Deswegen habe ich das hier noch nicht gemacht. Komm, bleib doch da. Muss man mal relativ lange arbeiten. Das ist das Problem. Gut, was müssen wir denn jetzt machen? Also, wir müssen mal Furion einmal finden an der Dunkelküste. Argos Mythic habe ich schon gemacht. Ist schon eingeheimst, ciao. Achievement gab's schon. Mount gab's auch schon.
nein, ich will jetzt nicht eingeladen werden. Ich will jetzt hier das Event erstmal machen. Okay, da sehen wir. Der Kriegshäuptling stellt sich Sturmgrimm allein. Ich muss. Wie nett. Publikum. Steht still, Allianz abschauen. Seht, wie ich einen eurer größten Helden niederstrecke. Ein ehrloser Schlag. Ich schäme mich. Grundlos. Das habt ihr gut gemacht. Ich hätte mich nicht einmischen dürfen. Mein Sieg stand nie in Frage. Ach so. Natürlich. Setzt dem ein Ende. Nehmt euch einen Moment, wenn ihr müsst. Und dann schneidet ihm den Kopf ab. Trefft mich am Weltenbaum. Wie kann die Natur euch... Ihr habt die Horde im Dienste des Todes geführt. Diesen Tag bereut ihr noch. Malfurion! Ihr habt ihn nicht getötet, Ork. Warum? Mein Angriff war ehrlos. Sein Kopf stand mir nicht zu. Dieser ganze Krieg ist ehrlos. Wie könnt ihr es wagen, so viel unschuldiges Blut zu vergießen? Für nichts! Nicht für nichts. Wir vergießen Blut, damit die Horde fortbesteht. Ihr habt Malfurion verschont. Also lasse ich euch die Wahl. Ich nehme ihn mit. Versucht mich aufzuhalten und sterbt. Oder bleibt dort hocken im Dreck und lebt. Auch ihr habt die Wahl. Ihr bringt ihn nach Darnassus und sterbt beide, wenn wir es erobern. Oder fliegt, sobald ihr nur könnt. Und ihr beide überlebt. Dieser Krieg ist verloren. Teltrasil wird fallen. Nehmt meinen Hippogryphen nach Darnassus. Sorgt dafür, dass die Besetzung durch die Horde so erträglich wie möglich ist. König Anduin gab mir einen Ruhestein aus Sturmwind. Dort werde ich mich der Wunden meines Lieblings annehmen und meinem Volk in diesem Wahnsinn beistehen. Ich dachte, der Sorrowfang kriegt den Greifen. Ach, wir kriegen den Greifen. Ist schon ein bisschen bizarr, ne? Das erst haut er die Axt rein, dann merkt er, es ist ehrenlos, ne? Hm. Oh, jetzt kommt ein Cinematic. Ah, das habe ich schon gesehen, glaube ich, wenn es das ist. Sichert den Strand. Bereit machen zur Invasion des Baums. Doch schon gewonnen. Im Baum sind nur Unschuldige. Das ist Krieg. Nein. Das ist Hass. Zorn. Windläufer. Ihr wart eine Verteidigerin eures Volkes. Erinnert ihr euch nicht? Ich erinnere mich an eine Närrin. Eine Närrin, so. Dann kommt wahrscheinlich gleich der Lich King, nehme ich mal an. Nehmt sie. Lauft. Hey, danke dir fürs Followen. Da kommt er. Wo hat er seinen Helm gelassen? Hat er den vergessen? Der Arthas? Sieht, also ohne Helm sah er gerade ziemlich komisch aus, oder? Oder der sieht da ohne Helm komisch aus.
kann sein, dass es bei euch ein bisschen leise ist. Jetzt muss ich mal gucken. Leben ist Schmerz. Hoffnung stirbt. Jetzt versteht ihr. Hat er den noch nicht gehabt? Doch, den hat er doch schon gehabt damals. Stimmt, den hat er erst später gekriegt, du hast recht, ja. Ihr könnt uns töten, aber nicht die Hoffnung. Ach nein. Ach nein. Wie ist es nicht ganz synchron, oder? Kann das sein? Ja, du hast recht. Naja, nicht ganz am Anfang von Warcraft 3, aber relativ am Anfang. Aber du hast recht, der ist ja dann erst später dahin. Hä, warum sind wir jetzt hier in... Ah, es brennt hier alles, okay. Warum fliegen wir denn da trotzdem hoch, wenn hier alles brennt? Ist vielleicht nicht so clever, oder? Ich dachte, jetzt ist schon zu Ende, aber anscheinend fliegen wir hier doch noch hin. Aber Wasser ist ja hier, man könnte auch ein bisschen löschen. Ah. Und was machen wir jetzt? Wir brauchen eure Hilfe. Okay, was müssen wir jetzt machen? Was? 982 Bürger evakuiert? Ist das euer fucking Ernst? Übergießen. Wir haben... Warte mal, wir haben einen Timer? Wir haben... Wollt ihr mich trollen? Wie soll ich denn... Oh, kacke, jetzt kriege ich nur Fallschaden. Warte mal, das ist doch ein schlechter Joke, oder? Hier. Vor allem, die sind jetzt auch weg. Jetzt soll ich einfach die Flammen mal gießen? Was passiert da? Okay, die Flammen sind schon mal aus. 2 Minuten für nichts. Ich nehme mal an, das ist eine Mission, die man nicht schaffen kann. Hey, der hat mir meine Typen weggenommen. Jetzt habe ich keine gekriegt. Hier. Ich kann ihn nicht anquatschen. So, warte mal. Ich quatsch den mal an. Oh, ich habe schon einen von 982. Okay, da okay. Tja, könnte sein, dass wir es nicht schaffen. Du musst dich beeilen, Tila. Also ich glaube, dass das eine Mission ist, die man nicht schaffen kann, dass man die Quest trotzdem fertig hat. Wahrscheinlich, ich nehme es jetzt mal an, kann ich die 2 Minuten einfach abwarten, weil ich schaff's nie, so viele Leute zu befreien. Oh, jetzt brenne ich auch noch. Schön, wir brennen auch noch. Oh, jetzt haben wir sogar 9 auf einmal. Ich hatte 54. Okay, dann schaue ich mal, ob ich dich schlagen kann mit deinen 54. Aber ich habe schon zu viel Zeit vertüdelt. Aber warte mal. Da stehen Typen im Feuer, ne? Die brennen so ein bisschen. Dann gehst du da hin und sagst, hey, du, wär's cool, aus dem Feuer rauszulaufen. Ich mache ja nichts, außer die anzuquatschen, ne? Ich helfe denen ja nicht. Ich trage die nicht aus dem Feuer raus, sondern ich gehe nur hin und quatsch den an. Ja, lauf doch mal. Also, ich weiß ja nicht. Aber sonderlich viel tun machen wir ja eigentlich nicht. Was, ich habe 136? Okay, das scheint mir aber viel zu sein, da ich gerade erst mal 21 habe und die Hälfte der Zeit schon abgelaufen ist. Aber manchmal kriegst du hier einen ganzen Haufen Dudes, ne? Also, du musst anscheinend schauen, dass du so Packs... Oh, kacke. Oder Taylor backt... Oh, what the fuck? Ich back mich da unten rein und hole gar keine raus. Also, ich glaube, ich wäre ein schlechter Feuerwehrmann, ne? Ach, Gnome sind auch dabei. Den könnte ich sogar mitnehmen. Den könnte ich mitnehmen. Den Gnome. Löschen können wir auch noch. Was passiert eigentlich, wenn man einfach nur stehen bleibt und keinen einzigen rettet? Beleidigt dann einer irgendeinen? Ich habe 77 geschafft. Naja, ich glaube, ich komme an keinen von euch ran, ne? Also ich bin anscheinend ein schlechterer Feueropferretter als alle anderen von euch. Obwohl, 42 habe ich jetzt sogar.
Okay, man muss manchmal einfach diese größeren Camps erwischen. Wahrscheinlich steht vor der Stadt so ein riesen Pack aus 5000 Leuten. Die quatscht da immer an, hast alle. So, 11 Minuten haben wir noch. Lass den Gnom doch brennen. Nein, den Gnom müssen wir retten. Der kann doch nichts dafür, der hat zu kurze Beine. Zu schwer, andere Lungen sind mit Rauch gefüllt. Oh. Okay. Mehr Feuer macht es doch besser. Öffne die Augen, meine Königin, mein Herz. Kann ich euch behilflich sein? Du kannst nicht sein? Länger hier bleiben. Wir müssen durch das Portal fliehen. Der Baum. Sie verbrennen den Baum. Das Kind. Rette es. Lass mich. Niemals. Ihr kommt weiter mit, Astari. Ihr habt getan, was ihr könnt. Befehlt den Priestern, mit uns zu kommen. Sie werden sich weigern. Die Banshee hat mir Sohn und Königreich genommen. Sie nimmt mir nicht meine Frau. Okay. Möge eure Göttin euch beschützen. Also sollen wir jetzt auch durchs Portal gehen? Okay. Tschüss, Leute. Ich lasse euch mal brennen. Ich glaube, ich rette lieber meine eigene Haut. So, jetzt müssen wir zum König. Mal gucken, was der König sagt. Alter, wie sieht denn das jetzt auf der Karte aus? Haben wir jetzt einen brennenden Baum oder gar keinen Baum mehr? Okay, du hast ja immer noch ein Dings, ne? Du kannst ja immer noch reingucken, okay. Sieht nur alles tutti aus. So, jetzt gehen wir mal zum King und schauen mal, was der sagt. Ach, Anti, sei doch nicht immer so Anti. Mach deinem Namen nicht um alle Ehre. Die Arme will doch nur seine Frau retten. Kann man ihm ja nicht verübeln. So. Und ist dann nächste Woche schon? Ach, hier endet der Krieg der Dornen, ne? Dann ist nächste Woche schon das Ding-Event, oder? Also hier Lordaeron, müsste es zumindest sein. Es müsste zumindest so sein. Suderloder. Jetzt schauen wir mal, was der King zu sagen hat. Es gibt einen Mount. Der Banshee-Königin wird ein Ende finden. Okay, das war's. Du gehst zu ihm hin und sagst, ja, ne, die haben gerade hier den Baum abgefackelt. Und was macht er? Er so, okay, die haben den Baum abgefackelt. Gut gemacht. Kriegst du erstmal einen Mount, kriegst du einen Hypogreifen. Den haben wir zufällig gefunden in den Trümmern. Ja, setzen wir mal auf, ne? Schauen wir uns das Ding mal an. Hab jetzt mit der Horde auch einen Mount gekriegt? Also wir haben so einen schicken Hypogreifen bekommen, der relativ dunkel ist, aber der hat coole Texturen. Der sieht ein bisschen schicker aus als die alten Greifen. Ja, okay, aber es ist halt wieder ein Hypogreifen. Ich bin jetzt nicht so der Hypogreifen-Fan. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mit einem anderen Char auch einen Mount gekriegt habe. Einen Hornchar? Nee. Da habe ich anscheinend... doch, warte mal. Unterstadt. Ich bin nämlich parallel hier gerade nochmal mit dem Hornchar on, um das zu gucken. Hier, ich glaube, das habe ich gekriegt, oder? Solchen Fledermaus von Unterstadt. Oder? Das stand hier gerade im Chat. Hier, genau. Also du musst anscheinend nur eine von beiden Fraktionen machen und bekommst dann auch das Mount auf beiden Fraktionen. Ne? Das ist ja recht schick. Ja, okay, cool. Die Horde werde ich wahrscheinlich irgendwann die Tage noch trotzdem nochmal machen, um mir einfach das anzugucken, ob es großartig anders ist, ne? Vom Event her. Aber da man die Belohnung ja kriegt, wenn man quasi eins macht, ist es ja eigentlich nicht unbedingt zwingend, dass man quasi beide durchbastelt. Gut, dann sind wir jetzt am Ende von der kleinen Aufnahme und ja, ich freue mich dann schon auf die Schlacht von Lordaeron. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Tila, bis dann. Ciao.